Vielleicht klappt das ja jetzt. Dieses Ding ist einfach viel zu schmal, um da irgendwas Vernünftiges zu machen. Irgendwie hab ich's halt nicht drauf. Get him. Annähernd die Stärke, um irgendeine schwere Waffe zu nutzen. Was gäb's denn da noch? Wobei, den Lightning Spear müsste ich doch benutzen können. Wenn ich ihn zweihändig nehme. Gucken wir mal, vielleicht klappt es. Was ist denn für ein. Oh, das ist eine hohe Reichweite. Allerdings kann ich natürlich das Blocken vergessen. So macht er keinen Schaden. Naja. Werden wir sehen, was passiert. Die Schwerter kann ich mit einer Hand benutzen, dann mache ich ja keinen Schaden mit. Der hätte wenigstens Blitzschaden dabei. Dann nicht. Mal gucken, wie sich das so ausarbeitet. Hat er überhaupt Schaden gemacht? Oh ja, sogar viel. Natürlich muss man dazu treffen. Bitte. Das ist in der Tat gar nicht so schlecht. Ach so, halt. Wie hat er denn da getroffen, bitte? Grandios. Schnarchen die? Die schnarchen. Sind zwar Blitzviecher, aber ob die gegen Blitz immun sind?
Nö, sind sie nicht. Okay. Ja. Das wird jetzt spaßig. Hätte ich doch einen Punkt mehr in Stärke. So, wo liegt meine Leiche? Wo liegt meine Leiche? Ah. Gut, auch eine Möglichkeit. Toll! Wenn ich sterbe, springen sie immer hinterher. Das hilft natürlich viel. Okay, also, Blitzspeer bringt's auch nicht. Gut, hat das auch geklärt. Und noch? Ich habe ja 10 Stärke, glaube ich, ne? Battle Axe, die bringt's ja nicht. Die bringt's alle nicht. Oh. Ja, Nee. Ich glaube, es ist massiver Einsatz von Soul Spears notwendig. Ich glaube, also ich habe noch eine Idee, was ich machen könnte. Das ist wahrscheinlich genauso blöd, aber mal gucken. An blöden Ideen mangelt es mir ja nicht. Alternativ 56, das reicht ja niemals. Dass ich da irgendwie eine schwere Rüstung anziehe. Mit der man mich nicht mal vom Fleck kriegt. Ich habe keine bessere Idee. Also es so weiter zu probieren, wie eben, und hoffen, dass es klappt. Doof. Macht nicht genug Schaden. Doch, reicht. Den da hinten noch eigentlich ein normales Soul Arrow reichen, oder? Ja, gut. Left ahead. Mhm. Ja, man sieht ihn leider von hier nicht, aber er schießt schon. Toll. Ach ja, wenn ich doch nur ein guter Bogenschütze wäre, hätte ich gar nicht so viele Probleme. Gut, probieren wir es erneut.
Gut, diesmal Souls Bear. Ich könnte natürlich auch den... Ach, das geht gar nicht, dass man den Schild in zwei Hände nimmt. Ah, in zwei geht es. Aha. Jetzt liegt meine Leiche natürlich auch super. Ah, super. Na also, geht doch! Ich muss gerade überlegen, gab es da hinten links eigentlich irgendwas von Belang? Ich glaube ja nicht. Na? Gucken wir mal ganz unschuldig. Mir kann ja eigentlich nichts passieren, ne? Jetzt erst recht nicht. Oh, verdammt, er lebt noch. So hat sich das gelohnt. Ja, hat es. Nur vorsichtig. Nicht hier nochmal runterfallen. Das wäre richtig ärgerlich. Oh, Soul of a Hero. Das hat sich definitiv gelohnt. So. Ich glaube, ich werde jetzt meine Stärke einfach mal um 1 erhöhen gleich. Nur damit ich diesen blöden Speer vielleicht mal in eine Hand nehmen kann. Ich komme nämlich jetzt gleich zu einem Bonfire. Hinkomme. Und geschafft. Hurra! Ein bisschen stolz auf mich. Das war der vierte Versuch. Ich glaube, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich, Gott, wie lang gebraucht. Viel zu lang. Tada! And Solaire! Hallo! Oh, there you are. You've been quiet these days. Smooth summoning, I bet. Anytime you see my brilliantly shining signature, do not hesitate to call upon me. You don't make quite an impression. I would relish a chance to assist you. You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better, I'd think you had feelings for me. Dibby, pretend you didn't hear that. Mm-hmm. Yep, Solaire. You really have to get down. Also. Was habe ich gesagt? 1 Stärke und 11 Stärke ist jetzt auch nicht so ultra abgefuckt viel.